So, willkommen zurück beim großen Preis von Italien. Wir können das auch das Rennen des Jahres nennen. Ja, denn wir haben auf gerade investiert. Ob sich das auszahlt oder nicht, das werden wir nach diesem Grand Prix sehen. Und ich kann jetzt schon sagen, ich kann jetzt schon sagen, wir stehen zumindest mal besser da als sonst, aber auch nicht so viel besser, als dass es lobenswert ist. Ja, das ist es ist, wie es ist. So oder so ähnlich muss man es einfach sagen. Und wir starten einfach das Rennen. Und wir gucken mal, wo wir landen. So, vorne müssen wir schon abreißen lassen. Zumindest wirkt es hier so. Aber das kann auch täuschen. Denn noch ist hier das Feld ja zusammen prinzipiell. Bottas hat sich gedreht. Und wir haben die Sauber hinter uns. Das wundert mich eher am allermeisten. Das heißt, die haben sehr viel auf Kurven investiert, was wir auf Geraden haben. Und darum kommen die hier nicht klar. Darum haben wir hier ein etwas verändertes Bild. Tja, ich weiß nicht, was wir machen. Ich beschleunige mal das Spiel. Das wird eh wieder ein Horrorrennen. Das wird wieder ein Horrorrennen. Holla die Waldfee. Also, da kann man nur mit dem Kopf schütteln. Punkte? Nein. Nein. Das sind 12 Sekunden nach 6, 7 Runden. Also, nein. Dann müsste es schon mit dem Teufel zugehen, das Safety Car kommen oder sonst irgendwas. Aus eigener Kraft schaffen wir keine Punkte. Wir müssen halt gucken, ob über Taktik irgendwas geht. Denn da ist ja schon eventuell was denkbar. Tja, wir sind ganz hinten. Tja, Hülkenberg direkt vor uns hier. Also es läuft nicht so, wie es laufen könnte. Das kann man, glaube ich, festhalten. Und eins ist auch klar, die schon in der Box waren, profitieren gegenüber denen, die noch nicht drin waren. Ich glaube, das kann man so festhalten. Und dann sind wir wieder auf 16 und 20, wo wir waren. Und Platz 15 ist vor uns. Also, bin ein bisschen unentschlossen, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall muss ich sagen, sind die Rennen, wenn sie jetzt so etwas schneller sind, gerade wenn sie nicht so gut verlaufen, etwas angenehmer auszuhalten. Das Spiel war doch ein bisschen zu langsam, glaube ich, eingestellt einfach. Und hier hinten geht es um Platz 18. Na, sehr sensationell. Und Hamilton überrundet uns. Ja. So, Nasr war schon in der Box. Ja. Die Verlierer durch den Boxenstopp. Ich weiß es nicht genau, ob wir verloren oder gewonnen haben. De facto könnte es generell besser laufen. Es war so klar, dass hier wieder aufgehalten wird. Es war einfach sowas von klar. Ja, wie gesagt, ich würde mich freuen, wenn ihr unter diesem Spiel votet, wie es weitergehen soll, wie ihr euch das wünscht. Sollen wir dieses Spiel weiterspielen, ja oder nein? Frage Nummer 1. Soll ich vielleicht einfach selber schnell durchspielen, so auf schnell, schnell? Ich würde zwar aufnehmen und auch hochladen, aber so, dass wir zwei der Rennen in eine Folge packen. Also quasi kompakte, gebündelte Folgen. Das wäre zwei. Also entweder eins aufhören. Zwei,
Wir haben jetzt schon, keine Ahnung, 30 Folgen wahrscheinlich schon. Also eins aufhören, zwei gebündelte Folgen in Schnelldurchlauf quasi. Die würden dann in der Geschwindigkeit laufen. Nur um das mal zu demonstrieren. Oder wollen wir drittens so weitermachen? Bitte schreibt es unter den Kommentaren. Wenn nichts geschrieben wird, müsste ich eigenständig entscheiden. Ich werde mich Stand jetzt für die gebündelten Folgen entscheiden. Allerdings habe ich jetzt auch für knapp eine Woche vorproduziert. Ich weiß nicht, wie die Entscheidung dann aussieht. Von daher wäre es gut, wenn ihr da drunter schreibt, was ihr euch wünscht. Generell werde ich dann noch zwei, drei Folgen aufnehmen, damit natürlich die Möglichkeit ist, das auch auszuwerten, was ihr geschrieben habt, wenn was geschrieben wurde. Ja, und wenn dann gar nichts drin ist, ja, dann ist es jetzt auch nicht schlimm, aber dann müsste ich es selbst entscheiden und ich würde es ganz gerne mit euch gemeinsam entscheiden, während Hamilton hier wieder gewonnen hat. Also da seid ihr wirklich gebeten mitzumachen. Wir entwickeln den Wagen nicht weiter. Definitiv nicht. Also ich würde mich da echt freuen, wenn ihr da irgendwie euch beteiligen würdet. Und ich habe gerade nur gestaunt. Vettel ist schon mittlerweile wieder locker auf 3 vorgefahren. Und Rosberg sogar auf 7 zurückgefallen. War ja lange Zeit auf 6, bin ich der Meinung gewesen. Aber gut, ich habe da jetzt nicht so aufgepasst die letzten Male. Also wie gesagt, ich würde mich riesig, riesig, riesig freuen, wenn ihr da was unter den Kommentaren schreibt. Und um mal zu zeigen, wie das mit diesen gebündelten Rennen ist, ich würde es. Nein, ich mache das hier noch nicht. Ich mache das hier noch nicht. Ich wollte es jetzt machen, weil die Folge ist jetzt gerade 7 Minuten knapp. Das ist halt mal eine mega kurze Folge, weil ich jetzt vorgespult habe. Ich wollte euch zeigen wollte, wie das abläuft. Wir werden zwei oder drei Folgen in einer packen können. Die werden wir ein Stück dann aufnehmen. Ist für mich persönlich die wahrscheinlich beste Lösung, solange bis wir halbwegs erfolgreich sind, wegen so Punkte kämpfen. Ist ja nicht gegeben, dass wir nächste Saison schon darum mitkämpfen werden, um Punkte. Wo haben wir denn letztes Jahr eigentlich die Punkte geholt? Tja, in Belgien und wo noch? Ah, hier. Ne, da unten auch. Ne, das Alonso. Wir haben in Belgien und Singapur. Okay. Ja, und da, wie gesagt, glaube ich nicht, dass wir diese Saison Punkte holen. Es ist nicht gegeben, dass wir nächste Saison uns wirklich spürbar verbessern. Von daher, das kann ein paar Jahre dauern und wäre schön, wenn ihr was schreibt. Okay. Gut, dann werde ich an dieser Stelle die Aufnahme beenden und werde, wie gesagt, noch so ein, zwei Folgen die Tage produzieren. Das mache ich auch nicht heute. Die werde ich dann noch hochladen und wir sehen dann gemeinschaftlich weiter. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei einem dieser Spiele auf dem Kanal. Und ja, dann wünsche ich noch einen schönen Tag. Tschalöle.